Hallo und herzlich willkommen, diesmal nicht zu einem Guide oder Let's Play zu Baldur's Gate 3, sondern zu einer dicken, fetten Warnung tatsächlich. Bei dem Video fühle ich mich fast ein bisschen schmutzig, weil der Titel und das Thumbnail aussehen wie der größte Clickbait ever. Aber das ist hundertprozentig ernst gemeint, das ist mir wirklich wichtig und das ist eine ernsthafte Warnung. Damit ihr wisst, wie viel Erfahrung ich da drin schon habe, ich bin mit meinem Hauptrun inzwischen über 100 Stunden in Baldur's Gate 3 im dritten Akt. Ich habe große Teile des ersten Akts inzwischen mit 3, 4 verschiedenen Charakteren verschiedene Sachen probiert und kann deswegen die Auswirkungen davon wirklich einschätzen. Also es ist wirklich ernst gemeint und sehr wichtig für alle, vor allem wenn man vielleicht eben nicht so viel Zeit hat wie ich und das nur einmal spielt und sich das nicht kaputt machen möchte. Es geht nicht wirklich um einen Bug, sondern es geht um ein Problem. Es geht darum, wie Baldur's Gate Teile der Geschichte, vor allem mit den Charakteren erzählt, sei es entweder storyrelevante Sachen, die für die Quests der Charaktere wichtig sind, oder wenn es um die Romanzen geht, wenn man halt dann irgendwie eine Beziehung anfangen möchte mit einem der Companions. Und das findet immer statt, oder große Teile davon finden statt, über das Camp-System. Manchmal ist es so, wenn ich eine Mission erfüllt habe oder wenn ich halt was anders gemacht habe, eine Quest abgegeben, irgendwas passiert ist, ein NPC aufgetaucht ist oder so, dann erscheint so ein Ausrufezeichen über dem Kopf und dann kann ich mit dem entsprechenden NPC direkt reden. Und dann erzählen die, was sie dazu meinen. Das ist übrigens ein Tipp, den man eh oft machen sollte. Ich kann es hier mal kurz probieren. Auch das mal ein kurzer Hinweis. Ich nehme das Video jetzt relativ schnell auf, hier mitten in einem Spielstand aus dem ersten Akt relativ früh, um nicht zu spoilern. Sonst schneide ich da ja viel und so. Das mache ich jetzt nicht, weil das Video schnell raus muss, weil ich wirklich der Meinung bin, dass ihr solltet das so früh wie möglich wissen. Also nochmal ganz kurz zurück. Ich gehe hier hin. I wasn't expecting it. Genau, manchmal hat man halt diese Standardantworten, wie ich jetzt gerade mit Lazelle und mit Schattenherz hatte und jetzt auch mit Karlach wahrscheinlich. Brauche ich jetzt nicht anklicken. Aber manchmal, wenn man gerade einen interessanten NPC getroffen hat, eine Entscheidung gefällt hat oder ein Quest, dann kann man die ansprechen und dann sagen sie ihre Meinung dazu. Das ist so ein bisschen fluff und ganz nett. Ich glaube, dass das nicht so wichtig ist. Manchmal haben sie ein Ausrufezeichen über dem Kopf, dann sollte man sie unbedingt ansprechen, weil man dann vielleicht manchmal eine Entscheidung treffen kann, man hört ihre Meinung und das auch relevant ist, um die Companion-Quests voranzutreiben. Und manchmal steht hier gar nichts, man weiß gar nicht, dass irgendwas Wichtiges ist, aber sobald ich ins Lager gehe, und zwar nicht nur zum Lager und wieder raus, also man kann ja ins Lager gehen, sage ich mal kurz, um zum Beispiel Companions zu wechseln, um an die Truhe zu gehen, um irgendwas da zu machen und dann kann ich auch einfach wieder zu rausgehen, vielleicht wisst ihr das gar nicht. Das kann manchmal ganz praktisch sein, man muss nicht eine Rast machen, wenn ich jetzt nur die Partyzusammenstellung ändern möchte oder was anderes. Und da passieren diese Sachen nicht, die ich meine. Was ich meine ist, man muss lange Rast machen, dann geht man auch zurück zum Camp, er sagt Tag beenden. Erstmal ist man dann wieder im Camp. Man erkennt das auch mal daran. Okay, das ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich überspringe das mal. Stopp. Ich lade mal eben einen anderen Spielstand, weil das ist genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. So. Ich nehme einen ganz von Anfang, dass ich euch irgendwas spoiler aus Versehen. Genau das mal. Aber das ist witzig, weil das genau das ist, was ich meine, worum es geht. Also, wenn man halt nicht nur diese kleine Rast macht oder ins Lager gehen, sondern eben das mittlere, wenn man lange Rast macht, dann nutzt es das Spiel, um viele Story-Sachen voranzutreiben. Sei es eben Quests, die die Charaktere betreffen oder eben die Romanzen. Jetzt nicht, wenn man hier eine Quest abgibt. Und das Problem, was ich habe, ist, ich versuche das Spiel mir ein bisschen schwer zu machen. Also nicht außergewöhnlich schwer, aber ich raste zum Beispiel sehr wenig. Ich habe extrem viele Vorräte, aber wenn ich noch die Hälfte meiner Spellslots habe, wenn es mir noch einigermaßen okay geht, gehe ich in den nächsten Fight, mache alles. Und höchstens, wenn ich wirklich alle Spells verbraucht habe und ein Boss kommt, dann mache ich das nicht. Dann mache ich eine lange Rast und bereite mich auf den Bossfight vor. Aber sonst versuche ich einfach so aus Rollenspielgründen auch, weil man ja gesagt bekommt, hier die Larve im Kopf, du hast nicht viel Zeit oder hier hinten das Kloster wird überfallen, hier passiert das. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Okay, ich beeile mich, ich mache nicht ständig eine lange Rast. Das Problem ist, wenn man eben nicht lange Rast regelmäßig macht, verpasst man Story-Inhalte. Und manche sind nicht so schlimm, manche sind so ein bisschen fluff, manche sind dann Sachen, die später in einem Gespräch einfach zusammengefasst werden. Man hätte ein schönes Video gesehen oder eine Sequenz, aber die wird später einfach aufgegriffen mit ein paar Worten. Aber es kann wirklich sein, und das ist mir passiert, dass manche Romanzen komplett stehen bleiben oder kaputt gehen. Das heißt, ich habe bei mir im Run, ich will es auch nicht spoilern, 2 Personen, wo die Romanze bei mir gar nicht möglich ist und gewesen wäre, wenn ich es gewollt hätte. Mit der einen wollte ich es eh nicht, mit der anderen hätte ich es ganz gerne gemacht.
konnte ich nicht verfolgen, weil ich nicht oft genug gerastet bin. Und dann sind bestimmte Szenen nicht getriggert. Und dann hat der einfach die Story nicht angefangen. Diese ersten Szenen, wo die sich irgendwie mal, weiß ich nicht, nett unterhalten am Lagerfeuer, wo die sich irgendwas zeigen, wo sie sich halt so ein bisschen anfreunden und dann ein bisschen flirten und sich das dann weiterentwickelt. Das fand bei mir nicht statt. Und dann sind irgendwelche anderen Sachen passiert, weil ich in der Main Quest schon weiter war und sich da manchmal so Trigger überlagern, dass das danach unmöglich wurde. Ich bin in meinem Hauptrun aus mehreren Romanzen komplett ausgeschlossen. Ich bin auch aus bestimmten Questlines, nicht nur Romanzen, das ist auch blöd, aber es gibt auch persönliche Questlines von den Charakteren, wo man für die Sachen machen muss, wo ihre Geschichte sich weiterentwickelt, wo sie, ja, das auch für die Main-Story dann irgendwie eine Art Impact hat, gibt es auch bei mir Sachen, die sind stehen geblieben. Die gehen auch nicht erweitert, das ist bei mir kaputt und verbuggt. Es hat mich ein bisschen geärgert und ich habe insgesamt bestimmt 5 bis 10 Stunden manchmal hin und her getan, mit nochmal Safe-Games laden und Sachen probieren. Manchmal konnte ich ein bisschen fixen, dazu sage ich auch gleich nochmal was. Aber es ist bei mir so und ich habe mich ein bisschen damit abgefunden, weil ich eh schon weiß, dass ich noch ein, zwei andere Runs machen werde, wo ich darauf sehr achten muss. Genau, also es betrifft die Romanzen, es betrifft die persönlichen Quests, es betrifft auch manchmal nur Fluff. Also, mein Tipp an euch, ganz, 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 ganz wichtig. Rastet regelmäßig mit der langen Rast hier. Und wenn ihr das macht, dann passiert manchmal die Sequenz gleich. Wie hier gerade. Das ist ganz am Anfang, dafür passt jetzt nichts. Ja. Ich mach das mal weg, es ist wirklich ganz am Anfang. So, das springe ich mal. Dann kommt genau so eine Sequenz. Ich gehe ins Lager. Manchmal kommt die Sequenz auch erst, wenn ich hier lange Rast wirklich anklicke. Manchmal gehe ich ins Camp und mache die lange Rast und erst dann passiert das. Weil man hat es jetzt eben in den letzten zwei gesehen. Ich mache eine lange Rast und sofort kommt so eine Szene. Und ich habe einige davon verpasst und das ärgert mich. Jetzt kommt schon wieder eine Szene hier. Schnell weg. Also ihr seht, das ist wirklich nicht wichtig. Und dieses System ist so sehr daran gebunden. Eine Warnung noch wieder in die andere Richtung. Manchmal ist es ein Problem, wenn man zu viele lange Rasten macht. Es gibt ja die Quest, wo man sagt, hier, findet das Heilmittel, findet die Krippe und so weiter. Sag mal, 95% davon sind nicht zeitgebunden, auch wenn da steht hier dringend und so. Aber es gibt Quests, wenn du dann ein, zwei lange Rasten machst, dann erledigt sich die Quest. Jemand stirbt, jemand entkommt, jemand passiert irgendwas. Ja? Da müsst ihr ein bisschen Auge drauf haben. Weil guckt mal, ob das irgendwie besonders erwähnt ist. Deswegen speichert viel. Speichert viel mit Quicksave, speichert viel mit richtigen Saves, dass ihr notfalls vielleicht dann nur so eine halbe Stunde zurückspringen müsst manchmal, wenn ihr merkt, da ist irgendwas kaputt. Und was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr nicht so viele Vorräte habt oder eben auch wie ich nicht so viel rasten möchtet aus rollenspieltechnischen Gründen, speichert schnell mit einem Quicksave. Ach, jetzt habe ich gerade F5 nicht gekriegt, weil ich meine Tastatur gerade was anderes angehe. Ist auch egal, ich will auch nicht so viel Quicksaves haben. Speichert schnell, macht die Rast und guckt, ob was passiert. Und wenn nichts passiert, braucht ihr es nicht machen. Könnt ihr wieder zurückspringen. Ich überlege noch, ob ich irgendwas Wichtiges sagen muss. Also bei mir ist das vor allem jetzt, im ersten Akt fällt das nicht so auf. Ich habe das gedacht so, was soll das? Das hilft übrigens auch, was mir auch passiert ist, neben diesen, wo das richtig angehalten ist oder Sachen nicht stattfinden. Ich habe manchmal Sachen jetzt gehabt, auch vor allem gegen Ende des zweiten und im dritten Akt, dass ich Leute anspreche. Eigentlich merkt sich das System ganz gut, wenn ich mit jemandem ein Thema durch habe, ist das durch. Und manchmal kann man ja mehrere Antworten wählen und wenn man eine Antwort wählt, ist das die gewählte und dann ist das Gespräch auch durch. Man kann jetzt nicht dann zurückgehen und alle anderen Antworten auch nochmal zum Austesten machen. Das ist ja auch ganz cool so. Es hat ein richtiges Gespräch in dem Sinne. Manchmal ist es mir aber passiert, dass Gespräche stecken bleiben. Dass ich beim 5. Mal anklicken, auch über Stunden hinweg, immer das gleiche Gespräch bekomme, immer die gleiche Antwortauswahl und dann immer wieder, dass sich wiederholt. Das konnte ich manchmal auch fixen mit verschiedene Kombinationen aus langer Rast. Was da dann hilft auch, ist, Leute aus der Party rausnehmen im Camp. Wenn man jetzt ins Camp geht, kann man ja, oder das kann man auch sonst machen, man kann hier dann die Leute ansprechen, sie aus der Party entfernen, vielleicht mal das reinnehmen, nochmal zurückgehen, vielleicht sogar manchmal jemanden aus der Party rausnehmen, den Tag beenden, sie dann wieder in die Party nehmen. Das hat mir oft geholfen, um solche Hänger, um solche Freezes bei der Fortentwicklung der Companions und bei der Fortschreiten dieser Quests, um das ein bisschen zu lösen. Also das kann manchmal das noch retten, wenn ihr da so ein kleines Problem habt. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit 2 NPCs ein großes Problem, das kriege ich nicht mehr hin. Aber es ist nicht so schlimm, ich spiele es nochmal und ich spiele dann eher mit den anderen Companions, von daher ist es okay. Aber wie gesagt, wenn ihr nur nicht so viel Zeit habt, nicht so ein bekloppter YouTuber seid wie ich, wenn ihr halt irgendwie in der Woche am Abend mal
eine Stunde am Abend und am Wochenende mal ein bisschen mehr dazu kommt, dann werdet ihr in den nächsten Monaten einen Run haben und dann soll der halt nicht kaputt sein. Und vor allem ist es dann ärgerlich, wenn ihr eine bestimmte Romanze mit einem Charakter starten wollt oder halt euch diese persönlichen Quests, die Companion-Quests wichtig sind und diesen verpackt, dann ist es halt komplette Scheiße. So, deswegen unbedingt super, super wichtig. Ich wollte gucken, ob ich noch irgendwas anderes in der Richtung erzählen wollte. Zweiter, dritter Akt. Fällt mir gerade nicht ein. Wenn mir noch irgendwas einfällt, weil ich will das Video jetzt auch schnell hochladen, dann schreibe ich es in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die auch da rein. Ja, musste ich nur ganz dringend loswerden. Dann, puh. Ich habe es auch gemerkt, wie ich jetzt so aufgeregt war und das schnell rausballern wollte. Ich beruhige mich jetzt mal wieder. Mein Let's Play geht weiter, meine Guides gehen weiter. Ich wollte mich auch an der Stelle nochmal bedanken für alle, die bei mir zuschauen. Baldur's Gate 3 ist bei euch super beliebt. Ist ja auch völlig zu Recht. Ist ein sensationell gutes Spiel. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich bin begeistert. Ich werde nochmal später jetzt ein paar Videos machen, weil es gibt durchaus ein paar Probleme, die man auch umgehen kann in Akt 2 und 3, die man vielleicht auch schon vorher angehen kann. Es gibt ein paar Bugs, es gibt alles, es läuft nicht alles rund. Es ist für mich trotzdem eines der besten Rollenspiele ever. Spiel des Jahres und so weiter, keine Frage. Aber man muss ja nicht immer so tun, bloß weil ich ein Spiel mag, heißt das nicht, dass ich so tun muss, als gäbe es keine Probleme. Das finde ich manchmal ein bisschen komisch, wenn Leute in diesen Fanboy-Modus verfallen und alles keine Kritik mehr sehen wollen und überhaupt nichts mehr. Nein, das darf nicht sein. Das ist, man darf, als dürfte man nicht drüber reden, so ein Quatsch. Ich finde das Spiel super, super geil. Und ich mochte auch Divinity 2, das Vorgängerspiel. Also nicht Vorgänger im Sinne von der Serie, aber das letzte Spiel von Larian, super gerne. Auch das hatte Probleme, gerade am Anfang. Das war teilweise ganz schön verbuggt. So schlimm ist es bei Baldur's Gate 3 nicht. Aber im dritten Akt gibt es schon auch einige andere Probleme, wo ich mal gucken kann, wie ich euch da informiere und wie ihr die vielleicht umgehen könnt. Also ich finde es auch wichtig, darüber zu reden, weil es ist halt so. Und da muss man irgendwie auch schauen, wie man damit umgeht. Aber trotzdem tolles Spiel. So, aber jetzt, ich verzettel mich schon wieder, weil ich gedanklich mit 5 Sachen gleichzeitig unterwegs bin. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ach genau, das war da vielleicht dabei. Vielen Dank, dass ihr auf meinem Kanal so freilässig unterwegs seid, dass ihr so viel kommentiert, liked, Abos da lasst und einfach eine gute Atmosphäre da habt. Das macht mir wirklich Spaß. Aber können wir auch an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Erstmal out. Bis dann. Ciao.